Hallo. So, zum Warmwerden ein kleiner Dialog von zu Hause. Berlin. Aufzug am S-Bahnhof Storkower Straße, Besetzung. Berliner Omi, Mutter mit Kinderwagen inklusive Kind, ich. Wir steigen ein, die Tür schließt sich. Das Kind reckt sich aus seinem Wagen heraus und drückt auf einen Knopf. Die Tür geht wieder auf. Mutter. Erik. Nun lass doch mit die Knöpfe. Erik. Omi. Du darfst da nicht drücken. Wenn du nochmal drückst, fallen wir in den Keller. Erik ist verdutzt. Und da kommen wir nie wieder raus. Erik zieht vorsichtig die Hand zurück. Ich denke, gute Leistung, Omi. Der Fahrstuhl setzt sich in Gang. Omi macht weiter. Da bleiben wir dann ewig und niemand hört uns, wie wir schreien. Nun ist aber mal gut, denke ich. Da gibt es nichts zu essen unten im Keller und dunkel ist es. Stockdunkel. Die Mutter und ich sehen uns angsterfüllt an. Erik kämpft mit den Tränen. Omi macht weiter. Und dann fressen uns die Ratten. Die Aufzugtür öffnet sich, wir steigen alle sehr schnell aus. Die Omi bleibt im Aufzug und fährt wieder nach unten. Weird. Das vergisst er nie, raunt sie, als die Tür sich schließt. Ich befürchte, sie hat recht. Ja, Sie dürfen klatschen, das war der erste Text. Habe ich euch gerade gesiezt? Oh Gott, ich bin doppelt so alt wie ihr. So, ich habe mich in diesem Text mit der aktuellen Gender-Debatte auseinandergesetzt. Das ist praktisch zu erwähnen, denn es gibt immer eine aktuelle Gender-Debatte. Und vor ein paar Wochen kam so der Vorschlag auf, dass man doch die deutsche Nationalhymne einmal ordentlich durchgendern sollte, um das ein bisschen gerechter zu gestalten. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Ich habe mir daraufhin aber gedacht, es gäbe andere Lieder, die es viel, viel nötiger hätten, geschlechtergerecht umgeschrieben zu werden, und habe mir eines herausgepickt aus dem großen Kanon der deutschen Rock- und Popgeschichte. Möchte nun zunächst die Urversion vortragen und dann die Version 2.0, die ich daraus gemacht habe. Zunächst die Urversion, sie heißt Männer. Männer haben Muskeln. Männer sind furchtbar stark. Männer können alles. Männer kriegen einen Herzinfarkt. Oh, Männer sind einsame Streiter. Müssen durch jede Wand, müssen immer weiter. Männer führen Kriege, Männer sind schon als Baby blau, Männer rauchen Pfeife, Männer sind furchtbar schlau, Männer bauen Raketen, Männer machen alles ganz genau. Wann ist ein Mann ein Mann, meine Damen und Herren und Sonstige? Und jetzt die Version 2.0, sie heißt Männer und Frauen. Männer haben Muskeln, Frauen auch, sogar gleich viele. Männer sind furchtbar stark, wenn sie oft ins Fitnessstudio gehen oder in den Wald Holz hacken, aber wer verrichtet schon noch körperliche Arbeit heutzutage, sitzen ja alle nur noch am Computer. Frauen sind übrigens auch furchtbar stark nach den gleichen Kriterien. Männer und Frauen können alles, in der Theorie zumindest, aber meistens können alle eher wenig und wenige mehr, eigentlich niemand kann wirklich alles, woher sollte man auch die Zeit dazu nehmen? Männer kriegen einen Herzinfarkt, Frauen auch. Oh, Männer sind einsame Streiter. Oh, und Frauen einsame Streiterinnen, wobei zusammen sein manchen lieber ist, anderen nicht, da muss man differenzieren. Müssen durch jede Wand, müssen immer weiter. Oder durch die Tür, ist einfacher. Männer führen Kriege, Frauen auch, aber tatsächlich weniger, das stimmt schon. Männer sind schon als Baby blau, wenn man sie blau anzieht. Sie könnten als Baby auch schon Elefant sein, wenn man sie als Elefant verkleidet, oder Prinzessin oder ein Toastbrot. Männer rauchen Pfeife, aber auch mal Weed oder Zigarette, manche rauchen gar nicht und trinken nicht mal Bier. What? Männer und Frauen sind furchtbar schlau, aber nur die, die Medizin studieren. Männer und Frauen bauen Raketen und fliegen mit ihnen davon. Männer und Frauen machen alles ganz genau. Oder auch nicht, viele studern gerne mal so ein bisschen, aber wenn sie Raketen bauen, sollten sie es lieber genau machen. Wann ist ein Mann ein Mann? Und eine Frau oder ein Mann eine Frau oder eine Frau ein Mann oder irgend so ein Zwischending. Wir wissen alle, da gibt es viele Schattierungen und jeder hat schon mal jemanden gesehen, bei dem er sich gedacht hat, Moment mal, ist das jetzt eigentlich oder nicht? Huiuiuiuiui, soll ich ihm oder ihr vielleicht mal hinterhergehen, um nachzusehen, auf welches Klo es geht? Oder sollte mich das vielleicht gar nicht interessieren? Denn wir haben alle viel gelernt in den letzten Jahren, unterscheiden zwischen biologischem Geschlecht und Geschlechtsidentität, anerkennen die freie Entscheidung eines jeden und einer jeder, zumindest wenn wir uns in der Öffentlichkeit bewegen. Was zu Hause am Küchentisch bei Leberwurstbrot mit Senf und einer Flasche Korn gesprochen wird, das wird ja wohl privat bleiben dürfen. Da müssen wir da wirklich überhaupt noch drüber reden. Ich meine, sind wir nicht alle aufgeklärt mittlerweile? Ist es nicht egal, in welchem Körper wir uns befinden, als was wir uns identifizieren, mit wem oder was wir ins Bett gehen? Haben wir nicht alle die gleichen Chancen im Leben, hä?
Ist Per Mertesacker weniger Mann, weil er zugibt, vor jedem Fußballspiel kotzen zu wollen und dass ihm Gespräche mit dem Psychologen gefallen? Nach Ansicht von Gender-Experten Lothar Matthäus schon. Denn Druck muss man aushalten können als Profi und stark sein als Mann und sich alle 2 Jahre eine neue 30 Jahre jüngere Freundin suchen und sie dann gleich heiraten, eine Doku-Soap drüber drehen lassen und dummes Zeug auf Fränkisch labern sein ganzes Leben lang. Dann ist man ein Mann. Oder wenn Günther Jauch sagt: Huiuiui, Sie als Frau haben jetzt ganz viel Geld gewonnen, kaufen Sie da jetzt Schuhe davon? Oder oh, eine Fußballfrage, da werden es die Frauen aber schwer haben. Was sagt uns das über unsere Gesellschaft? Dass Frauen nichts im Stadion verloren haben, sagen da jetzt manche. Da muss dann aber auch die Gegenfrage erlaubt sein: Wie männlich ist es eigentlich, wenn zehntausende Männer sich halbnackt in den Armen liegen und zusammen singen und emotional werden, weil sie durchtrainierten, tätowierten, hübschen jungen Burschen im Partnerlook dabei zusehen, wie sie sich bewegen? Wo ist der Unterschied zwischen einem Fußballspiel und einem Konzert von One Direction? Und was davon ist männlicher? Wenn mich mein 3-jähriger Sohn fragt, ob er mal ein Kleid anziehen darf, dann darf er das. Keine Pointe. Außer, dass ich überhaupt keinen 3-jährigen Sohn habe. Weil ich nicht männlich genug bin, um einen zu zeugen. Als ich selbst ein 3-jähriger Junge war, wurde ich zur Genüge mit gängigen Rollenzuschreibungen konfrontiert und keiner hat darauf geachtet, ob das alles irgendeinen Sinn ergibt. Als ich, wie ich es damals gerne tat, geweint habe, wenn mir was wehtat, wurden mir verschiedene Dinge gesagt, die nichts als Verwirrung zur Folge hatten. Zum Beispiel: Du bist doch kein Mädchen. Ah ja, gut zu wissen, bist doch kein Mädchen. Hm? Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Was? Jetzt bin ich auch noch Indianer? Das ist mir neu. Und bringt eine große Verantwortung mit sich. Und als meine Mutter mit kleiner Spitze auf meinen Vater, der gerne mal Niederlagen seines Fußballclubs beweint hat, mit "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm" nachsetzte, dachte ich nur noch: Moment mal, ich weiß seit einer Minute, dass ich kein Mädchen bin. Jetzt bin ich plötzlich Indianer und Apfel oder was? Hä? Oder Indianerstamm? Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Und was ist, wenn ich was ganz anderes sein möchte? Zum Beispiel ein Feuerwehrauto? Aus Richtung Plattenspieler erklang Herbert Grönemeyers knödelige Stimme und gab mir die Antwort: Männer werden als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist ein Mann? Wann ist eine Frau? Wann ist ein Kunde eine Kundin? Und wann ist uns das endlich egal?